Wir haben Selbstvertrauen jetzt vom vorigen Spiel und ja, es ist alles aufgegangen am vorigen Freitag und ich hoffe, am Freitag wird es auch für uns 3 Punkte. Wir finden schon, dass wir überragend gespielt haben, vor allem Steyr haben wir gut unter Griff gehabt. Und ja, jetzt, wir gehen schon mit weiteren 3 Punkten aus am Freitag gegen Blaues Linz, weil wir auch im Testspiel sehr überzeugt haben, wo wir vor 3 Wochen 1-0 gewonnen haben. Und eigentlich sind wir gut vorbereitet drauf und wir gehen gut davon aus, dass wir wieder 3 Punkte holen. Ja, man hat das erste Mal wieder nach 8 Spielen gewonnen. Ja, da war die Freude sehr, sehr groß, oder? Ja, extrem, extrem groß. Ich habe mich auch sehr gefreut, natürlich. Und nach 8, genau wie du sagst, nach acht Spiele später haben wir endlich mal gewonnen. Und jetzt zählt die Punkte. Jetzt sind die Punkte wichtig und ja, jeder Punkt kann uns helfen. Jetzt glaube ich mir, es wird bei jedem Tor ein besonderes Jubel kommen, falls von Mensa her. Und ja, das machen die Jungs sehr gut. Und ja, das ist sehr schön, weil wenn man Tor schießt, egal wer das macht, riesen, riesen Freude und so. Und ja, sehr gut. Hat das eine spezielle Bedeutung, der Jubel? Das kann ich dir nicht beantworten, das weiß ich wirklich nicht, aber ich habe das einfach mitgemacht. Das muss ich mir Mesa fragen, ob das irgendwas von selber war, aber was ich mitbekommen habe, der feiert immer besonders, ja, der tanzt oder der kocht immer irgendwas, aber ja, das macht ihm Spaß, dass er Tore schießt und ich hoffe, er wird uns weiterhelfen, nicht nur er, der ganze Mannschaft und ja. Wie für dich war es da? Der erste Meisterschaftssieg mit der neuen Mannschaft. Wie war da das Gefühl? Ja, schon. Sehr gut. Weil ich habe ja doch die letzte Saison verfolgt. Und war immer am Anfang sehr unsicher, wie es da ausschaut. Aber dann nach den ersten 2, 3 Trainingswochen habe ich mir gedacht, gut, okay, geht sich doch was aus. Und war sehr froh darüber, dass wir so früh schon punktet haben. Ja, vor allem das erste Mal zu Null angespielt. Ja, Schöneres gibt es nicht. Vor allem, dass man doch in Steyr, wir wissen alle, wie schwer es dort zum Spielen ist, auch noch damals in der Regionalliga. Und dass man da gleich 3 Punkte mitnehmen, ist halt überragend. Das dritte Tor hast du vorbereitet mit dem rechten Fuß, mit dem schwächeren rechten Fuß, muss man sagen. Ist das eher deine Spezialität? Ja, ich schieße halt schon sehr weit, aber es war auch nicht sehr vorteilhaft von Abwehr und Tormann von der gegnerischen Mannschaft. Also. Ja, aber unterm Strich steht der Assist. Naja, das stimmt. Den nehme ich staubig mit. Ja, wie wichtig war der erste Dreier in Steyr? Boah, der war sehr wichtig, dadurch, dass wir die erste Partie gegen Innsbruck daheim 0-3 verloren haben. Und ja, dann hat der Trainer halt einmal umgestellt, die 2 10-Stunden-Tage hat er eingeführt und wir haben uns eigentlich relativ kaputt gefühlt, aber am Freitag waren wir so gängig wie noch nie. Ja. Da auch keine Punkte gemacht hätten, dann hätten wir wieder von ganz hinten angefangen und jetzt sind wir mittendrin. Es ist das zweite Spiel, aber trotzdem, weißt du, man muss immer mit dabei sein und jetzt spielen wir zu Hause und wir können nichts Schlechtes machen. Also, wenn man Vorwärtssteier schlägt zu Hause, dann ist super, ja. Und ja, Erwartungen ist hoch und ich hoffe, es klappt. Wir werden auch nächsten Tage Blau-Weiß Linz analysieren. Natürlich, Trainer will da auch was ändern, wie man spielen sollte, weil gegen den Vorwärtssteier haben wir was irgendwie anders gespielt. Und ja, Blau-Weiß ist eine schlechte Mannschaft. Aber wir trainieren sehr hart, wir trainieren wie Wahnsinnige. Und ja, die Mannschaft ist gut, wirklich gut drauf, Stimmung ist super, nach dem Sieg auch sowieso. Und ja, wir sind noch mehr zusammengerückt und ja, ich hoffe, es wird heuer besser und besser gehen. Ich hoffe, es wird das gleiche am Freitag passieren, weil Blau-Weiß Linz ist eine sehr gute Mannschaft. Die haben jetzt 5-2 in Lustenau gewonnen. Und ja, aber wir spielen zu Hause, wir haben nichts zum Verlieren, ja. So, wie schaut es aus für Freitag? Was wird da wichtig sein? Ja, dass wir wissen, wie Blau-Weiß Linz, dass schon gute Offensivspieler haben, dass wir da relativ geduldig und kompakt hinten stehen, keine dummen Fehler machen. Und dann werden wir schauen, wenn wir geduldig nach vorne spielen, werden wir schon irgendwann einmal ein Tor machen. Und hinten steht die Null. Ja, die Blau-Weißen haben jetzt am vergangenen Sonntag 5-2 in Lustenau gewonnen. Das heißt, ja, das wird wieder wichtig sein, dass man defensiv wieder gut steht. Das auf jeden Fall, dass wir keine dummen Fehler machen hinten, staubig hinten rausspielen und wenn nicht, schießen wir vor und. Ja, die Null ist in erster Hinsicht einmal das Wichtigste. Aber wir werden definitiv dagegen halten. Du bist jetzt da, ja, neu in dem Team. Wie hast du dich eingelebt? Ja, was Schöneres gibt es in der Mannschaft. Hat mich super aufgenommen. Trainings,
passen auch gut, sind intensiv, sehr hart und die Plätze sind auch unvorstellbar. Ich finde, nach dem Steiersieg sind wir noch mehr motiviert, weil man hat gesehen, dass wir Fußball spielen können. Und ja, also ich zum Beispiel selber, dass ich will, dass wir mehr und mehr, zum Beispiel am Freitag ist für mich Sieg Pflicht und zu Hause, das müssen wir jetzt nachlegen, damit wir eben weiter oben mitspielen können, weil anscheinend laut Medien und so sind wir Abstiegskandidaten, was ich gar nicht verstehe. Jetzt war wir jetzt eine junge Mannschaft, aber man kann nicht so unterstützen, ja. Aber ja, alles, man sieht alles beim Stadion, beim Spielfeld und ja. Aber die Wahrheit liegt am Platz. Genau, die Wahrheit liegt am Platz, ja. Wir haben von niemandem Angst. Natürlich, es gibt bessere Mannschaften, aber wir gehen als Team aus und da wird nur gekämpft. Ball ist rund und es kann alles passieren. Es gibt 90 Minuten spielen und ja. Natürlich mit Respekt, aber es kann alles passieren, ja. Danke.